Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier gerade vor einer Wildkamera, die mir eine Firma zur Verfügung gestellt hat namens Icefox. Die Kamera heißt wohl PR800. Ich wurde gebeten, diese zu testen und die Ergebnisse zu präsentieren, Rezensionen zu hinterlassen und mein Urteil zu fällen sozusagen. Vor einigen Wochen habe ich diese Kamera hierher gebracht. Mittlerweile liegt ein kleines bisschen Schnee. Sie war etwa 3 Wochen hier. Ich habe sie zusammen mit meinem Kollegen, den Rabe, hierher gebracht. Und ich zeige euch mal, was da vorgefallen ist. Warum hast denn du rot und weiß? Rot? Hallo, ich bin der Vari und ich habe... Wie heißt denn überhaupt die Firma? Da steht es nicht drauf. Steht es hier drauf? Nee, steht hier nicht drauf. Dann ist es ja nicht Ihr Produkt wahrscheinlich, dann vertreiben Sie es nicht. Kann sein. Und ich habe von einem Verkäufer eine Kamera zugeschickt bekommen zum Testen. Eine Icefox. Eine Wildkamera. Ich habe noch nicht reingeguckt, was drin ist. Deswegen packe ich die jetzt vor der Kamera aus. Und dann holen wir mal ein bisschen weiter runter hier. So. Gucken wir mal rein, was drin ist. Na? Was hast du? Warte, noch irgendwas? Nee, das ist nur das. So, Bedienungsanleitung. Gut, okay, brauche ich nicht. Ich weiß, wie Wildkameras funktionieren. Die Kamera selbst. Okay. Auf den ersten Blick macht die einen vernünftigen Eindruck. Die hat ein schönes großes Loch hier. Und Aufhängung ist auch einigermaßen in Ordnung. Kriegt man ein Stahlseil durch und den Gurt. So, was haben wir bei? Kein Zubehör. Kabel, Gurt, das ist alles. Das ist ja ein bisschen traurig. Gut, den Gurt brauche ich sowieso. Batterien nicht mitgeliefert, auch ein bisschen doof. Du kaufst eine Kamera, packst sie aus und kannst sie nicht nutzen. Ich habe schon wieder was gesehen, was mir überhaupt nicht gefällt. Okay, die braucht 8 Batterien. So. Genau. Speicherkarte. Scheiße. Micro-SD, ja, hier steht's drauf. Sie benötigt eine Micro-SD-Karte. Hätte ich mal reingeguckt. Ja gut, hat sich erledigt. Das ist etwas, was ich bei Wildkameras überhaupt nicht leihen kann, und zwar ein kleiner Kartenslot. Jetzt muss man mit seinem riesen Wurstfingern so eine klitzekleine Karte da reinfummeln. Schon mal Minuspunkt. Im Wald, genau. Und dann fällt sie runter ins schwarze Laub und dann ist sie weg. Dann okay, findet man sie 2 Jahre später irgendwann. Ja, also. Ich muss zurück, wird zum Morgen aufgehangen. So, nächster Tag. Gleiche Kamera, diesmal mit Speicherkarte. Da ist jetzt eine Speicherkarte drin. Und hier muss ich wieder andersrum einschalten, nach links. Was mir auffällt, dieses kleine Loch hier, das ist garantiert kein 8-Megapixel-Sensor. Und die kleinste Größe, die ich einstellen kann, ist 5 Megapixel, also vermute ich, ist ein 5-Megapixel-Sensor. So, Kamera hängt. Und dann gucken wir mal in, naja, so etwa eine Woche, was er aufgenommen hat. Und dann sehen wir auch die Qualität.
So, habt ihr ja schon gesehen. Uns ist aufgefallen, dass die Verpackung und die Kamera selbst überhaupt keinen Firmennamen hat. Was uns ein bisschen irritiert. Wenn der Hersteller diese Kamera gerade auf den Markt bringt und sie dementsprechend beurteilt haben möchte und sich dann vielleicht erst einen Vertrieb gründet, um die zu verkaufen, kann ich es mir erklären, dass sie noch keinen Namen hat. Aber so im ersten Moment kommt es mir ein bisschen komisch vor. Ich habe natürlich im Internet nach Wildkamera PR800 gesucht und habe sehr viele verschiedene Firmennamen, Vertreibernamen, Verkäufernamen gefunden, die exakt diese Kamera verkaufen, für etwa immer den gleichen Preis. So zwischen 75 und 100 Euro. Schwankt hoch und runter, 71, 55, 89, 99, 93, 50 und so weiter und so weiter. Das, was ich allerdings noch gefunden habe, ist, dass die Kamera auch über AliExpress verkauft wird für die Hälfte des Geldes. Was ich ein bisschen traurig finde. Jetzt gucken wir mal nach, wie die Aufnahmen sind. Weil das ist ja das, was mein Urteil am Ende beeinflusst. Ich mag es nicht, Unboxing zu machen. Ich habe ein kleines Unboxing gemacht. Aber der entscheidende Faktor ist für mich, das, was hinten rauskommt, das Endprodukt, wie die Qualität der Bilder sind, wie die Qualität der Videos sind. Replay. Oh, verdammt. 600 Aufnahmen. Ich kopiere jetzt erstmal die Bilder auf mein Telefon, guck sie mir da an. Da diese kleine SIM-Karte. Boah, das ist furchtbar. Wenn mir diese kleine SIM-Karte hier runterfällt, dann ist die weg. Ich finde die hier nicht mehr an dem Laub. Ja gut, noch ist hell, da geht's. Es ist für den Nutzer, der im Wald unterwegs ist, so umständlich, diese winzige Karte da reinzupacken. Ich habe eine Minikamera, da sind große Karten drin. Es geht also. So. Ice Fox. Ja. Okay, minus 5 Grad hatten wir. Hollaliboller. Also im ersten Moment muss ich sagen, die Bilder sehen okay aus. So auf dem Telefon. Richtig interessant wird es ja erst am großen Bildschirm. Ordentliche Lautstärke. Wo haben wir mal ein Video, wo was passiert? Ach, eine Maus. Ah, okay. Eine große Maus. Vielleicht sogar eine Ratte. Selbst in der Vergrößerung sieht die Videoaufnahme noch ganz okay aus. Ich schneide natürlich hinten ran die originalen Aufnahmen. Okay, also im ersten Moment sehen die Aufnahmen ganz okay aus. Richtig interessant wird es erst am großen Monitor. So, und jetzt mache ich mal etwas, was ich nämlich öfters mache, wenn ich Kameras habe, die unter verschiedenen Herstellern verkauft werden. Und zwar gucke ich mir die EXIF-Daten an. Auflösung 72.1 Eintel. Software. Multispot Standard. Shutter Speed 0,03 bei ISO 100. Co-sighted. Okay. Ist jetzt keine lesbare Adresse, kein Firmenname. Normal Programm. Version V.1.4. Co-sighted.
Fliegt hier ein Vogel vorbei. Gut, okay. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich eine Information kriege über den Hersteller. Meistens ist es nämlich in den EXIF-Daten noch herauszulesen, wenn man sich eine Kamera zum Beispiel kauft von KF Concept, steht auf einmal in den EXIF-Daten drin, dass es ein Campark ist. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. So, okay. Ich bedanke mich natürlich bei dem Hersteller, dass er mir die Kamera zur Verfügung stellt. Und so im ersten Moment finde ich sie okay. Ich gucke mir noch mal genauer die Bilder an auf dem großen Bildschirm, wie die da aussehen, die Videoaufnahmen im Detail, wie das da alles aussieht. Und dann kann es vielleicht passieren, dass ich dieses Urteil, was ich jetzt gefällt habe, noch mal revidiere. Ist ja möglich. Was mir gefällt an dieser Kamera, sind diese riesigen Löcher, wo ich ein richtig schönes Fahrradschloss reinpacken kann. Und natürlich auch das große Loch an der Seite. Mir gefällt, dass es stabil ist. Es ist ein relativ stabiles Plastik. Finde ich gut. Probiere ich jetzt nochmal aus, wie die LEDs erscheinen. Ob man sie mit bloßem Auge sehen kann. Dazu stellt man die Kamera einfach nur auf Testbetrieb. Okay, keine Karte. Oh. Ja, ich habe hier irgendwo noch eine. Videotestbetrieb und macht einen Shot. So, und dabei hält man dann einfach. Dabei hält man einfach alles zu. Dann schaltet die um, nämlich in den Betrieb und scheiße. Also, ich sehe mit bloßem Auge, dass sie rot leuchten. Hätte ich mir eigentlich was anderes erwartet, aber na gut. Die LEDs, die man sehen kann mit bloßem Auge, die sind auch weitaus heller. Dann braucht die Kamera, der Sensor, die Software braucht nicht so extrem gut sein und exakt arbeiten, dann kann man ein etwas preiswerteres Modell einsetzen. Deswegen macht man es nämlich, dass die LEDs sichtbar bleiben, weil dann wird die Kamera im Allgemeinen in der Herstellung preiswerter. An dem Preis müsst ihr ein bisschen arbeiten, weil unter verschiedenen Namen zu verkaufen und dann so bei 100 €, finde ich nicht in Ordnung. Ich schneide jetzt das Video zusammen, die Fotos, die Videos, die kommen jetzt im Anschluss und dann gibt es vielleicht noch mal ein Urteil von mir, was mir vielleicht noch aufgefallen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken von den Aufnahmen jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Vari. So, also ich bin gerade beim Schneiden von Fotos und Videos von der Icefox PR 800. Hab die Aufnahmen jetzt auf dem großen Monitor gesehen und ich muss sagen, da sieht man mal wieder das wahre Bild. Also in der Beschreibung steht zwar drin, dass da ein 8-Megapixel-Sensor verbaut worden ist. Für mich sieht es aus wie ein 3-Megapixel-Sensor. Und genau das sehe ich hier auch auf dem Monitor. Also es ist okay, was die Kamera daraus macht. Man kann sie dafür verwenden. Ich werde sie weiterhin behalten. Ich werde sie weiterhin im Einsatz haben. Aber sie ist von der Video- und Fotoqualität her nicht so gut, wie ich zuerst auf diesem kleinen Display vom Telefon gesehen habe. Tja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht jetzt die Aufnahmen. Ich zeige die jetzt euch. Häng dich hinten ran, könnt ihr euch selber ein Bild machen und viel Spaß. Ciao.
Zur Entspannung. Das ist wieder spiegelverkehrt. Ja.